begrüße euch heute, wie gesagt, Filmpool. Location, ja, darf ich euch vorstellen, Location. Ja, der Location Scout war heute da, die Bilder sind ja on air, man kann diese Location, wie gesagt, mieten. Diese Location Ruhrpott Revier, 1930. Sat 1. Ich hatte auch gerade noch mit Martin Binias gesprochen. Martin Binias hatte gerade hier bei Facebook auch, er ist heute Abend, macht er einen Superstand. Martin Binias, auf dem Weg möchte ich begrüßen, da war noch lange zu halten bei Seven Load. Ja, ihr seid jetzt hier in der Schnittabteilung, hier wird geschnitten. Da kommen wir auch direkt zum Kern. Wir schneiden ja nicht nur unsere eigenen Filme. Wir schneiden ja auch so. Und da haben wir gerade, wie gesagt, eine Sache gemacht, die wir dann auf dem YouTube-Kanal auch zeigen werden. Wir haben ja verschiedene YouTube-Kanäle, weil wir ja Ultra HD Web TV sind in 4K. Dann natürlich der Sondersender NRW TV. Und an alle Künstler aus allen Sparten, es geht hier nicht nur um Star Wars und Filmfiguren und Theater, hier wird ja auch eine Menge gemacht. Also wie gesagt, das hier ist Ruhrpott Revier, was hier mal gedreht wird, verrate ich jetzt natürlich nicht, sind ja alles streng geheime Sachen. Ihr dürft heute, wie gesagt, Martin Binias auf der Straße oder bei seinem Superstunt um 19:30 Uhr bei Sat1 sehen. So, worum geht es? Natürlich geht es darum, dass man mal neue Kulissen hat, nicht nur immer in Köln dreht. Der Ruhrpott hat ein Budget bekommen. Dieses Budget ist um 14 Millionen aufgestockt worden. Und deswegen kann man jetzt hier in Nordrhein-Westfalen nicht nur in Köln, sondern auch in den Rand Gebieten, sofern die Firmen es zulassen. Es gibt ja mittlerweile die Heuschrecken, die alles aufkaufen. Und wenn man dann drehen möchte, kann man meist nicht drehen, weil so eine Heuschrecke das nicht zulässt. Ja? Weil die schlucken ja auch die kleinen Geschäfte bzw. Mietshäuser. Es geht um Mietshäuser, weil wenn die Kamera ja kommt vom Drehauto in die Straße, da muss auch die Nebenstraße, die muss dann, wie gesagt, gesperrt werden, damit die drehen können und Action und das Ganze. Weil wir haben ja hier wunderbare Dreh-Action, also hier vor Ort kann man wunderbar drehen. Das ZDF war ja da, Stromberg, wisst ihr, Cobra 11 und also der Held, der letzte Bulle. Also war ja schon eine Menge. Ja, so. Warum drehe ich das heute? Warum ist das Video on air? Kann ich sagen. Weil 2017 wollen wir ja wieder, 2016 haben wir ja nur ein bisschen für Star Wars gemacht, die Star Wars Lounge, Sammelfiguren TV, jetzt machen wir wieder und deswegen ein großer Aufruf an alle Schauspieler und Komparsen, die den Schnitt brauchen, den wir ja auch machen, ja, den Schnitt hier auf der Timeline war meiner einer, zufälligerweise, hat jetzt hier ja, wie die Bilder laufen lernen. So, wir sind ja riesengroß, Industrie 4.0, wir sind ja total vernetzt. Und hier kann man ja, wie gesagt, nicht nur in dieser Filmkulisse. Ihr seid total recht herzlich willkommen in der Filmkulisse. Hier im, Filmkulisse. Einmal Star Wars, The Lounge, Copyhaus, Medienhaus. Hier wird geschnitten. Also hier wird auch richtig gearbeitet. Ihr seid hier in einer Location, in einer Kino-Location. Ja? Das ist halt mal so eine Idee, die im Jahre 2010 erfunden wurde und sich auch weiterhin trägt. Wir haben Onkel Reinhold gemacht, ja? Thekentheater, hier waren viele Komparsen, hier waren viele, wie gesagt, 10 Jahre lang Stromberg, Cobra 11, der Held, der wird aber in Bochum oder für Bochum, aber wie gesagt, Location. Man braucht eine Location, wo man dreht und das wird nachher irgendwo mit eingearbeitet und dafür braucht man Drehorte. Und das hier ist ein Drehort, das wollte ich nur mal
gesagt haben. Euer Medienkanzler hat jetzt alles wieder stehen. 2016 hatten wir wirklich keine Lust. Irgendwann, wir brauchten einfach mal Pause. Und jetzt legen wir halt wieder los. An alle Facebook-Freunde, die es ja immer noch wissen, wir haben ja reichlich Seiten aufgemacht, der Wendler, der 1, und wir machen ja so viele Sachen, wir wollen nicht immer nur in einem Block das Ganze unterbringen, deswegen haben wir verschiedene Blöcke, wo das hier kann jetzt überall reingestellt werden, wird jetzt sicherlich auch bei Facebook unter dem richtigen Firmenlogo eingesetzt, ja, Film, Figuren, Theater wird nicht hier nur stattfinden, sondern wir sind ja hier auch eine Filmkulisse. Das hier ist eine Filmkulisse, die halt für verschiedene Sachen, jetzt zum Beispiel das Ruhrpott-Revier, der Wendler war ja da, habt ihr ja gesehen, der war jetzt ja auch beim Ruhrpott-Revier, dreht da. Martin Binias, wie gesagt, heute, den 17.02.2017, 19.30 Sat 1, sieht man Martin Binias, er ist der mit dem roten Pullover und halt so ausschaut wie ich, aber in, ne, etwas jünger wie meiner einer und mit so einem roten Pullover draußen da leider seinen Stunt macht, weil er wird da leider festgenommen. Aber mehr sage ich nicht, ihr müsstet ja schauen, wenn dieses Video on air geht, ist die Sendung also schon abgelaufen, dann geht bei Sat 1 in die Mediathek und schaut euch da um. So, Location Scout, wie gesagt, der war da, wenn was ist, ach ja, deswegen halte ich auch die Karte in die Höhe. Wenn hier im Ruhrgebiet, auch im Ruhrpott, im Ruhrrevier, ja, komplett jemand ein Lokal, eine Location, etwas wirklich Besonderes hat, was Sinn macht für Dreharbeiten, meldet euch für Dreharbeiten. Es ja, auch bei Filmpool könnt ihr Kulissen, ihr könnt auch Kulissen kaufen, ja. Diesen Kulissen, also diese Kulissen, die hier stehen, die Sachen kann man kaufen, ja. Wurde vorhin gefragt, deswegen habe ich auch dieses Video gemacht. Wie gesagt, der Patrick Pop, den grüße ich jetzt nochmal, den Patrick Pop. Wie gesagt, mit ihm könnt ihr auch sprechen. Er war, wie gesagt, da. Und ich habe, also euer Medienkanzler hat ja gerade hier, wie die Bilder laufen lernen, gemacht. Könnt ihr mal eben kurz reinhören. Illusion seit 1800 und knapp. Ja. Jawohl. So, wie gesagt, seit über 1800, wo die Bilder laufen lernten, haben wir ja jetzt Kino, jetzt mittlerweile in 4K. Aber ich möchte dabei sagen, wenn das Bezahlfernsehen kommt, ihr habt nicht die volle Auflösung. Das wollte ich nur noch mal so am Rande gesagt haben. Ihr habt nicht diese 1090i. Das wunderbare Werbeversprecher und die Betonung liegt auf Versprecher. Na? So, euer Medienkanzler hat versprochen und hält auch das Versprechen, aufzuklären, zu analysieren, zu recherchieren und auch Beweise auf den Tisch zu legen, dass das nicht der Fall ist, was da zum Beispiel behauptet wurde. Also im Moment liegt keine Behauptung vor hier. Ich gehe mal hier bei Facebook gucken. Da liegt nichts vor. Ah ja doch, Facebook bzw. Last Jedi für die Star Wars Fans. Für die Star Wars Fans, da sind natürlich neue Sachen aufgetaucht, wie die jetzt demnächst dramaturgisch reinschauen werden. Dann ist aufgetaucht von Dreharbeiten Rian Johnson. Rian Johnson hat getwittert, dass die Figuren, also die Stormtrooper, nicht allzu sehr verarbeitet, also umgearbeitet wurden. Es gibt nur einen einzigen, der da auftauchen wird, mit Finn etc. Dann gibt es auch den neuen Sternenkreuzer, der so flach wie ein Flunder ist. Also der ist wirklich flach, da ist kein Aufbau, nichts, der ist riesengroß. Der ersten Ordnung, wo auch Finn drauf rumtobt, mehr sage ich jetzt nicht. Also das ist getwittert worden von Rian Johnson. Also Rian Johnson hat es getwittert. Jo, also ihr seid total recht herzlich willkommen in der Filmkulisse. Ruhrpottwache, Sat 1, 19.30 Uhr. Heute mit Martin Binias, der mit dem roten Polunder auf der Straße, der da angehalten wird. So, was hier gedreht wird,
Das verrate ich jetzt nicht. Aber ihr wisst, oder einige merken, dass hier, wie gesagt, Kulisse ist, dass wir hier Kulissen haben. Und diese Kulissen werden halt auch im Green Room, Blue Room mitgedreht. Also Story, es gab letztens eine Story, da hat einer einen DHL-Karton, da brauchte man so einen DHL-Raum, beziehungsweise Kartonraum, den haben wir auch. Ne, in diesem Kartonraum wird ja dann alles leere Kartons, die werden hergestellt und dann hat der da seinen Diebstahl da vollzogen. Also wie gesagt, möchte alle Zutaten, wenn jetzt im Jahr 2017 in dieser Filmkulisse begrüßen. Wir haben verschiedene Ecken, verschiedene Figuren, verschiedene Sachen hängen, auch Filmschauspieler aus den damaligen Zeiten. Wir haben das Copy Shop, wir haben den Filmclub, wir haben das Medienhaus, aber hier wird auch richtig gearbeitet. In dieser Filmkulisse, die ihr hier, ja, diese Filmkulisse, die ihr tagtäglich besuchen könnt, von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, ist echt. Das ist eine echte Filmkulisse, wo nicht nur Sachen gedreht werden fürs Fernsehen. ZDF war ja auch mal da, haben wir ja auch gezeigt. Ich bin halt wieder da, euer Medienkünstler, weil die anderen Sachen haben wir ja alle gelöscht. Und ja, ich wollte es einfach nur mal sagen, dass wir wieder da sind. 2017 können alle Komparsen, Schauspieler, also alle Künstler aller Sparten wieder vorbeikommen, können hier in dieser Kulisse mitdrehen, Fotos machen, Fotosession, Filmsession. Meldet euch an, wir reden darüber und wenn es passt, kein Thema. Ihr könnt auch reinkommen, von Montags bis Freitags, 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, dann könnt ihr hier euch alles anschauen. Ihr könnt also auch schon Fotofilm machen und andere Sachen. Und gut, ich muss nochmal sagen, ja, jegliche Filmkulisse gibt es Sachen zum Kaufen. Ja, kann man kaufen. So, weil vorhin einer gefragt hat, kein Thema, fragt mich an. Ich sage dann Filmpool Bescheid oder ich sage euch, wo ihr bei Filmpool da nachfragen könnt. Und dann könnt ihr dann vielleicht eine Kulisse bestellen, die ihr unbedingt braucht. Einige, ne, gibt eine Menge an Kulissen, eine Menge an Sachen, die für einen Film benutzt werden. Es werden aber auch genug Sachen gesucht für die Filmarbeiten. Da könnt ihr uns also auch drauf ansprechen. Es werden also viele Locations gesucht und der Patrick Pop ist gerne dabei, sich diese Location dann anzuschauen und wenn dann gedreht werden darf, dann wird dort gedreht. So, und den Rest könnt ihr euch ja denken. So, ich mache jetzt hier meinen Film fertig. Ich meine, der Film ist fertig. Den werde ich gleich on air bringen. Und hat auch ein bisschen was mit Star Wars zu tun, aber nur ein bisschen. Jetzt habe ich die falsche Maus drin. So, wie gesagt, ne? So erleben Sie extrem Kino, jawohl. Okay, wie gesagt, wird jetzt gleich bearbeitet, wird gleich on air gestellt, dann wird das gute Stück bearbeitet und auch on air gestellt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns erleben im Jahr 2017. So manch einer, wie gesagt, war schon da und so manch ein Film wurde also hier schon bearbeitet. Mehr darf ich jetzt dazu nicht sagen, aber meinen eigenen, den ich jetzt hier gerade bearbeitet habe, den durfte ich ja gerade mal eben kurz anlupfen. Ja. Also jetzt kommt ein lustiger über Laterna Magica, Kino der Extreme. Könnt ihr euch anschauen. Ich würde mich freuen, wenn er vorbeikommt. Lasst euch sehen. Ihr wisst ja, wo wir zu finden sind, wo ich zu finden bin. Ich bin ja da, euer Medienkanzler. Ja, ich bedanke mich total erstmal recht herzlich, dass ihr überhaupt zugeschaut habt. Ja, das ist ja schon mal absolut wichtig, dass ihr Lust habt. Und dass ihr euch bei Filmpool mal umschaut und bei komparsen.de. Ja, das war's also schon. Bedanke mich. Bis später oder lasst euch sehen.